Man beachte den Strudel dort in der Ecke, der macht schon viel her. Aber was viel wichtiger ist, Monorails. Ein Idiot würde jetzt probieren, auf diesem Punkt in die Seiten zu wechseln. Das wäre fatal. Bei diesen Monorails ist entscheidend, dass man immer einen festen Punkt hat, auf dem man sich hier fortbewegen kann. In dem Fall halt diese Rails, wo man diese richtige Form hat. Nur so kann man sicher sein, dass man nicht von der Monorail rutscht. Ich kann so viel sagen, dass das hier noch ein Einführungsabschnitt für die Monorails ist. Das wird noch später wesentlich schlimmer. Das hier soll erstmal nur helfen, das Prinzip zu verstehen. Ich denke, es ist logisch, dass wenn ich auch nur einmal ganz leicht jetzt nach links oder rechts drücke, das hier vorbei ist. Deswegen sollte man keine, ja, Wackelfinger oder irgendwas haben. Denn nur nach vorne ist die einzig richtige Richtung. Und gut, man kann dann noch nach hinten, aber warum sollte man nach hinten rollen? Ja, ein langer Abschnitt hier mit vielen Wechseln. Diese kleine Schlaufe hier hilft uns jetzt auch mal auf die, ja, auf die horizontale Spur zu wechseln, je nachdem, auf welchem Blickpunkt man es betrachten will. Gut, an den Säcken vorbeigestohlen. Nochmal einen Spurwechsel. Das müssten wir bald zum Leben kommen, wenn wir jetzt nochmal nämlich hier. Wow, da sind wir halb rausgerutscht. Ich hab's genau gesehen. Da waren wir gerade eben bei dem Leben. Und weiter geht's. Und damit wir das gar nicht erst verlernen, wieder einzuspuren. Und auch hier gilt, nicht verleiten lassen, dass man hier einen Punkt extra sieht. Man kann es noch nicht nehmen. Doch, man kann es nehmen, dann kommt man nirgendwo mehr hin. Man muss immer perfekt diese Einzelfahrwege nutzen. Gerade zwischen die beiden Pfosten geklemmt und schon können wir hier rüber. Wenn man einmal raus hat, dass man immer überlegen muss, bei welchen Stellen man nur über diese Einzel-Monorails, also die Monorails, ja, das wäre sonst ein bisschen doppelt, Einzel-Monorails. Also dann, wenn man einmal raus hat, welche Punkte dafür angemessen sind, dann geht das. Hier, das ist doch mal ein nettes Kreuz wieder, was hier erzeugt wird. Schönes Gitter wurde geflochten. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich jetzt ankomme. Aha, so rüber also. Weil irgendwas muss ich übersehen haben, denn da waren noch ein paar Punkte, die ich gar nicht bekommen habe. Will ich es nochmal nachschauen? Ich glaube, ich kann nicht mehr zurück. Doch, ich kann nochmal zurück. Ich bin mir doch sicher, wir haben doch irgendwo. Ich hab's doch jetzt nicht. Ja, ich hab's doch jetzt nicht schon geholt, oder? Irgendwo waren doch noch Punkte zu holen, die man ergattern kann. Ich möchte das nochmal rausfinden. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt wieder totalen Stuss rede und ich hab's gar nicht mitbekommen, wie ich die Punkte schon geholt habe. Aber ich meine, ich kann noch irgendwo was holen. Deswegen machen wir das ruhig nochmal hier, das Ganze. Das hört man die ganze Zeit, dieses Motorway-Geräusch. Irgendwo übersehe ich was. Aha, da drüben ist es. Wie komme ich denn da hin? Oder kommt das erst noch? Nee, es kommt eben nicht mehr. Hä? Ich will das jetzt wissen. Wie komme ich denn zu den Punkten dahin? Das ist ja verrückt. Ich habe irgendwas übersehen. Oder man muss das echt so machen, dass man nicht traut, darüber zu kommen. Das wäre ja richtig gemein. Hier sind die Punkte. Ja. Das glaube ich aber nicht. Ich muss irgendwo eine Spur übersehen haben. Irgendwas habe ich ausgelassen. Ja! Diese Dinge habe ich nie benutzt. Das ist es. Das war der Trick. Ich habe diese Pfosten gar nicht benutzt. Wow. Jetzt mache ich das hier also zum x-ten Mal. Das dritte Mal jetzt, aber es ist leider so. Ich glaube, das rentiert sich jetzt auch gar nicht mehr. Man bekommt ja, glaube ich, wie viele Punkte dazu mit diesem Punkt extra? 200? Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht drauf geachtet. Wow. Da war einmal die Konzentration weg und es kommt mir teuer zu stehen. Ja, ich glaube, wir werden uns eine Weile in Level 12 aufhalten.
Das ist kein Level, das man mal eben erledigt, das wird dauern. Das ist das längste Level auch. Wenn ich richtig liege, dann ist jedes Level davor ungefähr so sechs Abschnitte lang gewesen, als längstes. Sechs Abschnitte bedeutet also so fünf Checkpoints. Das braucht ihr bei diesem Level nicht zu erwarten. In diesem Level gibt es acht Abschnitte, das weiß ich noch. Acht Abschnitte, wir sind gerade erst im zweiten. Jetzt aber hoffentlich zum Ziel. Hier. So geht das. Ja. Und das alles für ein paar Punkte, die ich erst nicht bekommen habe. Auch das hier ist etwas verwirrend erst. Warum sind die Punkte da auf dieser Einzelrail wieder? Ganz einfach. Man benutzt diese Schlaufe hier, um den Rückweg anzutreten, um die Punkte mitzunehmen. Denn jetzt sind wir genau einzeln hier drauf. Aber das ist natürlich nicht das Prinzip, das wir jetzt nochmal hier verfolgen. Wir gucken erstmal, was wir jetzt machen. Nein, ich war zu schnell! Ich war zu schnell! Ich konnte leider, leider nicht mehr bremsen. Ich habe erst gesehen, dass es da vorbei war. Ich war aber zu schnell und konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Tatsächlich müssen wir also als allererstes oder überhaupt nur diesen Einzelrail, dieses Einzelrail benutzen. Noch nicht zum Holz. Erstmal hier war. Nein. Nein. Gott. Das war wieder fast ein Fail von mir hier. Da muss ich doch Holz sein, oder? Ich guck mal schnell. Ich meine, ich muss irgendwo das Material wechseln. Ja. Oder auch nicht. Ich habe das gesamte Rätsel verarscht gerade. Ich habe das Rätsel verarscht mal wieder. Genau wie die Spirale im Level 9. Wir schauen uns trotzdem noch an, natürlich, was hier zu tun ist, ist klar. Also, was ich eigentlich hätte tun sollen, ist mit dem Holzball, nein, mit dem Holzball hier auf diesem Punkt hier zu sein und alles runter zu kloppen. Ja, ich meine, dass der Steinball war am Weg, ne? Ihr habt's ja. Scheiße, ich bin dumm. Oh nein, wir haben keinen guten, oder ich habe keinen guten Start in dieses Level. Na, dann sehen wir wenigstens nochmal, wie das Level gedacht war. Damn. Level 12 ist überhaupt nicht zu unterschätzen, in keinster Weise. Also, was eigentlich der Sinn war dieses Levels, dieses Abschnitts, ist, man soll als Holzball nämlich das hier wegkloppen. Es war nie gedacht, dass man als Steinball sofort rüber kann. Man sollte gezwungen werden, zuerst definitiv ein anderes Element zu sein, ein anderes Material zu sein und nicht eben als Steinball gleich als zu erledigen. So, was jetzt zu tun ist, ist, ich muss als Holzball erstmal wieder komplett rüber, damit ich hier das umhauen kann. Moment. Ach nee, stimmt, schon, Entschuldigung, das stimmt natürlich wieder mal nicht. Eben, das soll nicht gehen. Wir sollen als Holzball jetzt diesen Weg zurück, indem wir diese diese Pfosten da drin benutzt haben, die Doppelpfosten. Und jetzt sollen wir als Steinball nämlich erst komplett rüber dürfen. Was ich vorhin gemacht habe, ist, aus irgendeinem, ja, Grund sofort rüber zu kommen auf diesen ganz hinteren Abschnitt als Steinball, das sollte gar nicht klappen. Der Steinball ganz am Anfang sollte nämlich aus der Spur bringen. Ja, ging nicht. Ich habe das Rätsel bin komplett verarscht. Nun ja. Jetzt kommt ein spielerischer Abschnitt. Ich denke, das hier war weniger schwierig, sondern eher ein Fun-Abschnitt. Wir können uns schon mal angucken, was uns bevorsteht. Auch ruhig mal mit dieser erweiterten Perspektive. Viele verschiedene Figuren sind jetzt aufgelistet hier. Das hier ist eine P-Schlaufe. Jawohl. Sogar eine Spirale setzt das auf. Dann machen wir das mal. Hier werden wir sehr oft in den Genuss kommen, unser Material. Ich bin. Oh nein. Ich bin runtergerutscht. Ja, das kann man noch retten. Das kann man noch retten. Das kann man retten. Ich wollte eigentlich noch auf den, ja, mittelhohen Blöcken bleiben. Hier. Welches Material muss ich sein? Wir gucken uns in Ruhe alles an. Ja, erstmal noch als Papierball.
Wir werden unser Material wechseln müssen, und zwar als Holzball. Das ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Ich bin runtergefallen. Ich hätte darüber gemusst. Shit. Oh nee, das ist nur für Punkte. Seht ihr das? Das ist nur für Punkte. Kein Problem, ich habe die Punkte leider übersehen. Aber besser als ein Leben komplett zu verlieren, ne? Okay, hier muss ich auch wieder runter. Und zwar, nehmen wir einen. Nee, ein Steinball wäre fast besser. Ich glaube, ich will ein Steinball sein. Komme ich da nochmal hin? Leider nicht. Egal. Denn als Steinball hätten wir das, was jetzt kommt, schneller absolvieren können. Ein Holzball muss geschoben werden. Ja, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Dauert minimal länger als mit dem Steinball. Was soll's? Wir haben ja gerade Zeit gespart, indem ich das mit den Punkten da vorhin falsch gemacht habe. Ich denke, man hat zumindest gesehen, wie es gegangen wäre. Und damit beenden wir auch den Fun-Abschnitt. Was kam jetzt? Oh ja, das hier ist aber auch noch ziemlich cool. Ich meine, jetzt kommt was richtig Cooles. Erstmal mehrere. Oh, zu schnell unterwegs, mein Freund, zu schnell. Erstmal mehrere Runden mit diesen. Wie kann man das denn nennen? Plattformen mit Fenstern obendrauf? Ja. Vier Stück gleich. Geht doch. Und jetzt schaut euch an, was jetzt passiert. Das ist, für mich ist das die beste Stelle im gesamten Spiel. Das meine ich vollkommen ernst. Schaut euch mal an, wenn man jetzt mal nach unten guckt und nach oben, also oben. Ja, ich habe mal wieder Probleme, das richtig zu erklären, aber ich meinte natürlich, ganz oben am Bildschirm sieht man, dass da noch eine andere Stange ist unten. Jetzt passt auf, jetzt kommt sowas heftig Geiles. Ohne Mist, wir fallen jetzt diesen Weg runter. Komplett. Guckt mal, was jetzt passiert. Ey, wie geil das ist. Das ist der geilste Fall im gesamten Spiel. Man fällt so tief runter. Und jetzt. Jetzt wird's richtig heftig. Von wegen, dass das hier nur mit Ventilatoren in Reihe und Glied ist. Nein. Jetzt müssen wir diagonal auch noch diese Ventilatoren anvisieren. Oh Mann, also Level 12 verlangt echt sehr viel ab. Und wieder donnert. Es ist natürlich Donner, weil Blitz ist, sagt ja schon der Name Blitz, dann sieht man ja überall irgendwas leuchten. Abschnitt Nummer 6. Als Holzkugel treten wir hier an. Ein kleiner Rätselabschnitt wieder. Zuerst mal sei gesagt, ja, das ist klar, was da passiert, das schauen wir uns nicht an. Es sei gesagt, wir müssen erstmal in allen Himmelsrichtungen die Steinbälle runterwerfen. Doch welcher Weg bleibt uns jetzt? Logisch. Wir müssen wieder so die Spur wechseln. Man sieht ja auch am Schatten des Balles gut, wo man aufkommt. Hier noch ein bisschen warten, denn der war der. So, jetzt bin ich aber. Jetzt bin ich natürlich wieder in Alarmbereitschaft. Muss ich hier noch was mit der Holzkugel machen oder geht das schon alles? Es geht. Okay. Ich sag so, ne? Es ist immer die beste Option, auf Nummer sicher zu gehen und nachzuschauen, ob man nicht noch irgendwas mit dem Einmaterial tun sollte. Natürlich dauert es so ein bisschen länger, aber ich riskiere nicht, dass dann alles falsch ist und ich nur noch länger brauche, indem ich den Abschnitt komplett wiederholen muss. Und auch hier gilt wieder Ventilatorenwechsel. Diesmal sogar für die richtig Hardcore-Leute mit Punkten. Und ja, man muss hier nicht jeden Ventilator mitnehmen. Manche sind auch nur Deko. Abschnitt 7. Und wahrscheinlich das heftigste Rätsel im Spiel. Dieses Rätsel ist unfassbar gemein. Nee, es ist nicht nur wahrscheinlich, es ist das schwerste Rätsel im Spiel, das kann ich sagen. Wir werden jetzt eine Menge Schritte absolvieren müssen. Zuerst mal kommen wir über diese Rails hier an. Wie geht's weiter?
Nur der Weg nach da drüben scheint erstmal zu helfen, denn wir können nirgendwo fest drauf. Wir müssen also hier dieses Rail benutzen, aber wie geht das, fragt man sich. Wenn man als Holzkugel hier rüber will, dann wird man ja hundertprozentig vom Steintrab abgefangen und könnte als Holzkugel mit viel Schwung über dieses Loch und dann sofort auf diese Rail weiter. Aber der Stein ist, wie gesagt, im Weg der Steintrafo. Deswegen muss man ein Steinball sein und mit dem Steinballschwung hier rüber über das Loch. Das geht gerade so, man muss aber sich eben trauen. Als Steinball, also geht die wilde Fahrt weiter. Und jetzt kommt die längste Spirale. Ich habe ja schon mal gesagt, in irgendeinem vergangenen Level, glaubt ihr, dass die Spirale heftig war? Es kommt noch was Schlimmeres. Diese Spirale hier geht über so viele Runden. Ja, und ich habe gerade irgendwie Schwierigkeiten, hier hochzukommen. Ich bin gerade halb verhungert dazwischen. Wow. Das zeigt aber auch wieder die Höhe aus. Da kommt immer höher hier. Gleich müssen wir übrigens was abzählen, kann ich schon mal verraten. Oh nein, wir müssen das kleine, dann nicht mal einmal eins, sondern wir müssen zählen können. Das verlangt ja eine Menge ab. Ja, hier denke ich mal, können wir uns hinfallen lassen. Okay. Hier gibt es sowohl Punkte als auch Leben. Und zwar, ja, müssen wir dafür nur die einzelnen Rails richtig bestimmen. Hier war es klar, die letzte. Oh, da müssen wir nicht mal unbedingt eine Rail nutzen. Wir können auch einfach so machen. Aber ihr seht es vielleicht schon. Na, wo muss ich hin? Ich muss. Und das muss man jetzt. Nehmen wir mal, man muss es genau hin. Man muss genau hinsehen. Seht ihr, dass wenn ich hier runterfallen würde, ich nicht ganz genau da drauf käme auf dieses Einzelrail. Der Trick ist, und das weiß ich bis heute, man muss das fünfte Rail von links abzählen. Kein Witz, das fünfte Rail von links. Jetzt rollen wir von diesem fünften Rail runter. Auf dieses Einzelrail kommen wir damit perfekt drauf. Jetzt müssen wir erst nämlich von dieser Position aus hier rüber. Das geht sonst nirgendwo anders. Okay, dafür brauche ich jetzt Schwung. Dafür brauche ich jetzt eine Menge Schwung. Und jetzt mit aller Energie, die wir haben, hier über dieses gebogene Rail. Man sieht es gerade nicht, aber es ist ein gebogenes Rail. Das ist das einzige gebogene Rail im gesamten Spiel, das wir so betreten müssen. Vielleicht sieht man es ungefähr jetzt ein bisschen besser. Richtig heftig. So, jetzt haben wir also sehr viele Kisten weggeschmissen. Und diese Kisten waren für uns von Anfang an im Weg. Und wir sind Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Oh nein. Ich möchte es ruhig nochmal demonstrieren, es ist eh leider Pech. Diese Kisten sind im Weg, wenn man hier rüber möchte. Und das geht auch nur als Stein, weil dass wir die weghauen. Wir können jetzt nicht dann einen Zwischenstopp machen als Holzkugel und die Kisten wegkommen. Das geht nur als Steinball. Oh Mann. Das Ironische an dieser Sache ist, dass ich die Abschnitte 5 und 6, wo man eben diagonal auf diese Ventilatoren trifft, dass ich die perfekt gemeistert habe. Scheiße. Scheiße. Ich habe dummerweise die Kamera gedreht, als ich gerade auf dem Einzelrail war. Ich habe in dem Moment die Kamera gedreht und damit leider eine Pfeiltaste betätigt. Oh nein. Oh nein, ich bin so gut durchgekommen eigentlich bis hierhin. Und jetzt werfe ich die Leben weg. Ich war so gut bis zu diesem Punkt. Und jetzt leider ein Leichtsinnsfehler. Warum sollte ich denn die Kamera drehen, wenn ich auf dem nächsten Monorail bin? Damit verfälsche ich doch nur meine Spur, ey. Das Glückliche daran ist, dass man bis hierhin, wenn man eben nicht so einen blöden Fail macht, wie gerade eben, man kann es locker bis hierhin schaffen. Und da oben ist ja jedes Mal ein Leben. Das bedeutet, man hat immer eine sehr gute Chance, in diesem Abschnitt das Leben wieder zu bekommen, sodass man eigentlich nicht auf Null geraten kann. Ja, wieder die super lange Spirale nehmen hier. Oh Mann.
Ich war dicht dran, dieses Rätsel auf Anhieb zu schaffen, allerdings musste ja leider dieser Ventilatorenfehl kommen. Wieder abschätzen mit der fünften hier. Gut verkeilen. Nie zu früh losrollen, das ist auch, das bringt auch nur Unglück. Und über das Gebogene rüber. Jawohl. Und jetzt bitte besser über diese Ventilatoren. Es sind auch nur zwei Stück. Es wäre überhaupt nicht so lang gewesen, dieser Weg, Mann. Jetzt müssen wir zurück auf diesem kleinen Weg. Also auch so wieder in die Doppelpfosten. Und jetzt als Stein, als Holzball über diesen Weg hinweg. Über den Papiertrafo vor allem, auch ganz wichtig. Über den Papiertrafo drüber. Oh. Finale Abschnitt und das wird nochmal richtig gemein. Das kann ich sagen. Als Steinball. Okay. Okay, Leute, das wird jetzt richtig übel. Ich muss unfassbar gute Geschicklichkeitsspiele hier haben. Das ist Geschick. Das ist ein Geschicklichkeitsrätsel. Nicht mal ein Rätsel, das ist wirklich nur reine Geschicklichkeit. Wir müssen immer genau mit dich ankommen und immer auch mit dich bleiben. Und als Steinkugel kann man sich vorstellen, ist das unfassbar fies. Oh, da waren nochmal Punkte. Nein. Aber die werde ich mir nicht nochmal nehmen. Ich bin einfach nur froh, hier zu sein und damit definitiv gleich das Ende einzuläuten. Ja. Nicht nochmal hier runterfallen, bitte. Wir haben's, Leute. Natürlich nicht die Steintrafos, sondern nur der Holzball ist derjenige, der uns hier rausführt. Das war Level 12. Und im Gegensatz zu allen anderen Leveln kommen wir hier mit einem UFO weg. Tschüss, Level 12. Oh Mann, war das heftig. Also ich hatte wirklich Probleme mit meinem siebten Abschnitt, der hat mich dann doch ziemlich gefordert. Leider keine 7000 Punkte, aber ist okay. Bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich meine, hallo, 5200 Punkte beim ersten Mal. Boah. Das war's mit diesem Level. Aber ich hatte ja gesagt, man kann sich ein 13. Level noch herunterladen. Und genau das möchte ich auch noch suchen. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten wäre das echt ein bisschen doof. Jetzt möchte ich euch noch die Spielhöfe zeigen, die ich ja ein paar Mal erwähnt hatte. Das hier am Anfang ist noch nicht so interessant. Da wird ein bisschen was zu den Objekten erklärt. Der interessante Teil beginnt hier. Da werden die Lösungen zu den Leveln gezeigt. Allerdings nur zu den Rätselabschnitten. Die Action-Teile kommen dann doch ein bisschen kurz. Manchmal gibt es so schwere Rätsel, dass sogar richtige Lösungstexte verfasst wurden. Lösung. Dann gibt es auch wieder solche Level hier. Dieser Level sollte ihm keinerlei Probleme bereiten. Oder auch keine schweren Rätsel in diesem Level. Nichts für Angsthasen. Ich lasse das hier mal ein bisschen durchlaufen. Ne? Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Oh ja, ein Rätsel, das auch etwas Geschicklichkeit erfordert. Eventuell erkennt ihr manche Abschnitte sofort wieder. Das hier zum Beispiel mit dem Schachter im Level 8 sollte noch bekannt sein, denke ich. Ja. Oh ja, hier. Diese Spiralen wieder. Mann. Achtung, Lift. Oh ja, das war das richtig Blöde, wo man eben genau die richtige Höhe abpassen musste. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, dann sollte Ihnen auch dieser Level keine größeren Probleme bereiten. Aber Level 11 und 12, also die sind vollgepackt mit Bildern, kann ich euch zeigen. Was passiert, wenn die Steinwelle auf die untere Ebene stößt? Die sind sogar so gemein, diese Level, dass sogar die Abschnitte nochmal unterteilt wurden. Abschnitt 2a, Abschnitt 2b. Und ihr seht es, überall sind diese, ja, Texte, da diese richtigen Lösungstexte, Borg-Cube-Rätsel. Was ist denn ein Borg-Cube-Rätsel? Ich meine, dass doch irgendwo der Begriff Selfmade-Rätsel stand. Ich habe das bis heute im Kopf. Vielleicht habe ich das aber auch falsch in Erinnerung. So eine False Memory nennt man das, ja.
Und ich dachte immer, das heißt wie dann Selfmade-Rätsel und dachte mir, was heißt Selfmade-Rätsel? Aber Selfmade ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sollte es Selfmade-Rätsel heißen? Ich habe es ja nicht selbst gemacht. Das ist echt sehr seltsam. Wow. Schaut euch das an. Das ist das mit diesem siebten Abschnitt in Level 12. Was für ein riesiger Text. Sehr schweres Rätsel. Ja, das stimmt. Sie haben es fast geschafft. Dies ist die letzte Prüfung. Ja. So viel zur Lösungshilfe, aber ich habe gesagt, ich schaue noch, ob ich das 13. Level runterladen kann und dann geht's weiter.